So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Skyblock. Wir haben ja im letzten Part schon einiges geschafft, aber wir haben immer noch ein paar weitere Aufgaben vor uns. Und ich würde einfach sagen, wir haben ja hier Fische, wir haben die Angel und wir haben Holzkohle. Und ich würde jetzt gerne mal die ganzen Fische braten. Aber bis ich die habe, dauert es noch. Ich muss also noch 6 Fische fangen. Und das mache ich jetzt mal. So, da ist der 5. Fisch. Und jetzt geht es weiter mit den letzten 5 Fischen. Mal gucken, ob wir die auch noch hinbekommen. Ich habe einen rohen Lachs bekommen. Zählt er dazu? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann auch den Lachs braten. Na, ich versuche immer von den Kabeljau das zu kriegen. Das sind ja die normalen Fische. Die Hauptfische, die es in Minecraft ja immer mal gab. Und deswegen zähle ich nur die 10 Stück. Wir haben nochmal einen Lachs bekommen. Aber da es ja dunkel wird, würde ich jetzt gerne nochmal in meine Mine gucken. Beziehungsweise nicht Mine, sondern in die Höhle des Löwens. Da wo die ganzen Monster drin sind. Mal gucken. Da ist ein Creeper. Der hat mich gesehen. Hat er nicht. Das Skelett trifft mich auch nicht wirklich. Na gut, jetzt, aber gut. So, dich habe ich erledigt. Schade, hier müsste wirklich mehr spawnen. Und ich wollte eigentlich mal meinen Schwierigkeitsgrad hochsetzen. Und da ich jetzt auch Essen habe, würde ich sagen, mache ich das nochmal und setze ich mal auf normal hoch. Dann spielen wir ab jetzt auf normal. Können natürlich fast sterben. Aber wir haben ja ein bisschen Essen. Und da geht es ja auch. Ist nicht ganz so schlimm. Ja, Fäden haben wir jetzt keine, ne? Nee. Knochen haben wir 9 Stück. Wir können ja mal gucken. 31. Fast die Hälfte. Wir brauchen nämlich 64 Knochenmehl für einen weiteren Erfolg. Nehme ich gerne alles nochmal mit. So. Ich nehme schon mal eine Holzkohle, wobei das ist Verschwendung. Wir brauchen auf jeden Fall noch 3 Fische, bevor wir weiter also wir brauchen erstmal mal 3 Fische, bevor wir die brennen, sonst wäre es nämlich Verschwendung. Und ihr gebt mir hoffentlich was. Ja, ihr habt mir was gegeben. Gut, dafür ist der eine runtergefallen, ein bisschen nicht schlimm. Ich würde ja gerne mal da reingehen, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass ich da vorne gleich getötet werde. Gut, hier drin ist auf jeden Fall auch was. Eine Spinne und ein Creeper. Ich glaube, die haben auch mehr Leben, wenn ich sie auf normal gestellt habe. Aber momentan klappt das hier noch alles. Und ich hoffe, da kommt gleich die nächste Ladung an Monstern. Und da hole ich mir einmal das Zuckerrohr. Und das Weizen. Ich kann natürlich hier auch noch was anpflanzen. Aber gut. Und werde nochmal kurz die letzten paar Fische angeln. Und dann haben wir das nächste Ziel vielleicht gleich erfüllt. Oh, da kommt ein Creeper an. Der will bestimmt zu mir. Lieber schaut's wegschubsen, bevor er noch Schaden hier anrichtet. Und da haben wir den nächsten Fisch bekommen. Und dann entstehen 2 Creeper. Aber ich glaube, die brauche ich immer noch nicht. Und da ist der nächste Kugelfisch. Aber mir fällt gerade ein, während ich hier angel, kann ich schon mal was braten. Und zwar brauche ich dafür 20 Bruchsteine. Das heißt, ich brauche 8, 16, 24. So, die Kohle reicht auf jeden Fall. Dann kann ich ja theoretisch auch die nächsten Fische hinterher schießen, denn wenn ich die Arbeit durch habe, dann kann ich nämlich gleich schon mal die nächste Aufgabe erfüllen. Dann brauchen wir nicht schon lange warten, bis es fertig ist mit dem Braten oder Backen. Oder schmelzen, wie auch immer das im Ofen genannt wird. Und wir haben sogar eine Wasserflasche bekommen. Gut, das bringt uns jetzt nicht ganz so viel. Aber da ist noch eine Hexe. Die möchte gerne was abbekommen. Komm noch mal näher, sonst verlierst du ja alles. Und du hast mir einen Redstone gegeben. Ich könnte also, wenn ich noch ein Eisen bekomme, von den Zombies ein Eisen bekommen, ja. Und dann könnte ich ja sogar noch einen Pisten bauen. Aber es war ja nur ein Scherz damals. So, und Faden habe ich. Noch mehr Fäden. Der Baum ist auch gewachsen. Eigentlich wollte ich dich runterschubsen. Aber gut, dann überlebst du es. Und du gibst mir hoffentlich ein paar Fäden. Ne, gibst du nicht, weil du runterfällst. Noch was? Ne. Jetzt wird es auch wieder hell. Und dann angle ich nochmal kurz weiter. Damit ich die Fische gleich braten kann. Guck nochmal kurz in den Ofen. Dort noch kurz. Und deswegen angle ich weiter. So, der Brennvorgang ist gleich abgeschlossen. Kann ich schon mal die nächsten Fische reinwerfen. So. Mit den Steinen mache ich gleich noch was anderes. Und das waren jetzt 7 Fische. Theoretisch kann ich jetzt auch den Lachs da reinnehmen. Aber ich wollte gerne alles einheitlich haben. Deswegen warte ich nochmal kurz mit den Fischen hier. Beziehungsweise ich kann ja schon mal craften in der Zeit. Und zwar machen wir nämlich 10 Steindruckplatten. Ich gucke mal nach, ob wir die wirklich brauchen. Ja, steinerne Druckplatten haben wir gemacht. Das heißt, das nächste Ziel haben wir gleich abgeschlossen, wenn ich die in die Kiste gelegt habe. Die Holzplatten hatten wir schon gemacht. Ich gucke da nochmal in den Kasten, ob da was gespawnt ist. Man kann nur eine zweite Ebene noch reinbauen. Dann wird er, glaube ich, auch noch mehr spawnen. Kommt hier gleich noch ein Fisch? Sieht komisch aus, aber der kommt und ich habe noch einen Fisch bekommen. Sehr schön. Da haben wir schon mal hier gebraten. Das heißt, 5 Stück hatten wir jetzt. Ne, gar nicht wahr. 5 und 3 sind 8. Warte mal kurz in den Brennvorgang. Das heißt, 2 Fische brauche ich also noch hiervon. Von den Kabel hier aus. Die werde ich gerne nochmal sammeln. So, da ist der nächste. Und einen brauche ich noch von den Fischen. So, ich hoffe, da kommt der letzte Fisch an. Und es ist ein Kugelfisch. Okay, dann kann ich nochmal weiter angeln. So, kommt der nächste Fisch an. Und ich hoffe, das ist der letzte, den ich brauche. Ja, es ist der letzte. Das heißt, den kann ich auch nochmal braten. Und dann haben wir gleich das nächste Ziel erreicht. Da sind die anderen drin gewesen. So. Brauche ich nochmal kurz. Den Kugelfisch schmeiße ich da rein. Ich will jetzt gerne nochmal kurz in meine Hütte reingucken. Dann hole ich mir gleich noch die Bäume da. Ich höre auf jeden Fall eine Spinne, aber ich... Da, eine. Gut, dann nicht. Es kann wahrscheinlich sein, weil hier nichts ausgeleuchtet ist. Könnte da eigentlich eine Spinne spawnen. Da es aber hell ist, spawnt sie da nicht. Und es könnte sein, dass deswegen das nicht ganz so funktioniert. So, 10 Fäden. Eine Axt habe ich da. Die brauche ich eigentlich nicht mehr. 6 Stück habe ich schon. Die brauche ich noch fürs Achievement, beziehungsweise nicht Achievement, sondern fürs Ziel. Deswegen esse ich die nicht, die Fische. So, dafür habe ich ja die Melonen, die ich jetzt mal essen werde. Weil ich möchte jetzt nicht unbedingt sterben, denn ich habe mir ja vorgenommen, nicht mehr zu sterben. Dafür habe ich ja hier alles hingebaut, damit immer Essen kommen kann. Ich hole mal kurz die Bäume ab. Ich kann gerne mal ein paar Fackeln platzieren. Und vor allem auch weiter ausbauen alles. Hier zum Beispiel noch den Steg. Ist ja nicht verkehrt. Da kommt gleich ein Setzling runter. Denn je weiter ich den Steg ausbaue, umso weniger ist die Gefahr, dass ich runterfalle. So, den Baum habe ich auch abgeholzt. Ich gucke jetzt nochmal rein, ob da noch was gespawnt ist. Ich glaube aber nicht. Da, ein Zombie. Droppt sie mir eine Kartoffel? Ne, leider nicht. Nur 2 Hörner. So, dann eben nicht. Dann ist nichts. Noch ein bisschen Sand. Hätte ich was gesagt, ein bisschen Schnee. Den nächsten Kürbis hole ich mir nochmal. Oh, da ist jetzt die Melonensamen weggeploppt. Das ist nicht so gut. Jetzt habe ich natürlich eine Melone weniger. Auf jeden Fall jetzt nicht schlimm, aber nicht schön. So, und wir haben das erste Ziel erfüllt, nämlich 10 Fische braten. Und das nächste Ziel, nämlich 10 Steindruckplatten zu holen. So, jetzt haben wir ja sehr viel Holz. Nehmen wir das auch alles einmal raus. So, erstmal trage ich noch kurz die 10 Fische ab. Dann als nächstes wollten wir noch Zauntore machen. Wir haben 3 Stück, aber wir machen noch was anderes. Was nämlich effektiver ist. Was ich wirklich brauche, weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, ich vercraft mich nicht. Wir brauchen nämlich noch 20 Leitern. So, 21 Leitern. Haben wir also auch. Und was brauchen wir noch? Zauntore, ja, mache ich später. Brauche ich noch ein bisschen Holz für. Steinknöpfe bräuchten wir. Da brauchen wir noch Stein. Bruchstein ist es, glaube ich, nicht, ne? Nee. Das ist nämlich gebackener Stein. Kohle haben wir auch noch. Brauchen wir eigentlich 2 dafür. Wir machen nochmal 10 Steinknöpfe. Aber erstmal lege ich hier die Leitern rein. Die Aufgabe haben wir erzielt. Oder erfüllt. So, Birkenholzblöcke. Habe ich schon 14. Und da ist schon der nächste Baum gewachsen. Den kann ich nochmal holen. Indem ich mir die Melone und den Kürbis geholt habe. Also nochmal die Melone. Da muss ich mal was reparieren. Das mache ich aber später. So, den Baum hole ich mir einmal weg. Da haben wir jetzt hier nochmal 5 Holz mehr. Hoffentlich kommt da wieder ein Setzling runter. Ist hier schon einer? Ja, da sind mehrere. Haben wir wieder einer hin. Holen wir den Baum nochmal kurz. Haben wir wieder mehr Holz. Und dann versuche ich auch bald mal einen Pilz anzupflanzen. Genau, Pilze müssen wir jetzt züchten. Oh, hier ist einiges drin. Ich habe keine Steine, um die zuzubauen. Beziehungsweise, na gut, jetzt nicht die Steine, um die wir zuzubauen. Gleich läuft bestimmt ein Creeper weg. Der ist durchgebackt, warum auch immer. Dass er einfach durchrutscht. Finde ich merkwürdig. Aber nicht öfters mal. So, wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen bekommen. Das ist schon mal schön. Oh, hoffentlich kommen wir gleich noch mehr. Und 11 Level haben wir schon. Und die Tintenfische laufen da, glaube ich, immer noch runter. Habe ich gerade gesehen. Finde ich echt lustig. Da ist ein Apfel aufgeploppt. Den hole ich mir auch noch einmal kurz. Und den Setzling auch. Und da ist noch ein neuer Kürbis. Dann kann ich nämlich auch fast schon die Schneegolems machen. Die Frage ist nur, wo baue ich die hin? Am besten, ich gebe denen einen eigenen Biom. Hätte ich gesagt, einen eigenen Bereich. Nicht im Haus, dann wäre nämlich alles voller Schnee. Habe ich denn schon Kürbisse? Ja, jetzt habe ich genug. Dann nehmen die einmal mit. Und die muss ich am besten nochmal kurz ein paar Steine abbauen, damit ich die irgendwo hin platzieren kann und nicht hier mitten meine Insel. Und dann setze ich einen neuen Setzling hin. Und ich baue kurz ein paar Steine ab. So, jetzt habe ich ein paar Steine gesammelt. Und da ist, glaube ich, schon wieder der nächste Baum gewachsen. Ja, ich möchte gerne noch den Setzling da oben haben, bevor der weg ist. 2 Stück waren es sogar. Ich kann natürlich schon einen neuen Baum hinbauen, aber gut. Ich gehe auch da vorne hin. Ich habe ja erstmal Holz. So, ich habe jetzt ein paar Steine geholt. Das heißt, ich werde die jetzt irgendwo hinbauen, wo die mich nicht stören. Hauptsache, ich habe die gebaut. Das ist ja ein Ziel. Und ich hätte ja nur einen Schneemann bauen gebraucht. Und dann kann man immer wieder Schnee holen. Und dann hätte ich jetzt gar nicht so viele Blöcke gebraucht. Aber sei es drum. Wir haben sie ja. Ich guck mal einmal rein. Hallo. Werde gleich zischt das und geht kaputt, oder? Ich will ihn abschießen, der muss näher kommen, um mich zu treffen. Ich treffe ihn natürlich auch. Da ist noch einer. Hab ich ihn schon? Jetzt habe ich ihn. Na, komm her. Zum Glück habe ich hier nämlich eine Plattform gebaut, sonst wäre ich schon weg. Ist hier noch einer drin? Nee. Gut. Noch ein paar Items bekommen. Laufen einmal rüber, setze einen Baum hin. Und hier habe ich gar keine Setzlinge hingesetzt. Okay, dachte ich. Hätte ich lange warten können auf einen neuen Baum. Hier war da irgendwo ein Apfel. Da oben. Gut. Dann baue ich die noch einmal kurz hin, die Schneemänner. Am besten irgendwo, wo die Platz haben. Nicht unbedingt weglaufen. Ich baue die einfach hier hinten hin. Ich baue hier eh nichts mehr weiter weg. So. Dann haben die hier einen kleinen 3×3-Bereich. Da machen wir mal mehr raus. Wir brauchen auch ein bisschen Platz. Das müssen wir jetzt nämlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob die schmelzen. Nein, die schmelzen nicht. Das ist ja der Vorteil von den Schneemännern. Funktioniert ja zum Glück. Ich glaube, die können auch runterlaufen. Deswegen muss ich auch wieder hier so einen Rand hinbauen. Wenn nicht unbedingt runterlaufen. Aber ich glaube, die können rüberspringen. Das heißt, ich muss also einen höher bauen. Dann können die nämlich nicht rauslaufen. Baue nochmal kurz alles ab. So, und jetzt baue ich nochmal kurz den Rand hier hin. So, und muss noch kurz abbauen. Muss jetzt noch kurz die Sachen holen. Jetzt ist auch die Spitzhacke kaputt. Aber ist nicht schlimm. Ich hole mir noch kurz den Apfel und die Spinne. Für die Fäden. Da haben wir noch einen neuen Faden bekommen. Ich brauche die vielleicht gleich noch. Zumindest einen Stein. So, und jetzt Kürbisse im Schnee. Und jetzt musste ich, gucken nochmal auf die Liste, 10 Schneegolems herstellen. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nicht rauslaufen, bitte. Nummer 5. Ich baue es mal kurz zu. Ich habe Angst, dass sie rausläuft. Nummer 6. Ah, egal, den brauche ich ja nicht. Zum Glück habe ich ein paar mehr Blöcke. Nummer 7. Nummer 8. Dann gehen wir weg hier. Und Platz. Nummer 9. Und wetten, ich habe jetzt keinen Platz dafür. Komm, ich habe doch gleich hier Platz. Ich müsste ihn irgendwo hinsetzen, wo ich Platz finde. Jetzt. Und Nummer 10. Wir haben das nächste Ziel erreicht. 10 Schneegolems zu bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, Ziel erreicht. Bin ich beruhigt. Das haben wir auch erreicht. Kurz abhaken. So. Jetzt mal gucken. Ich habe ja auf jeden Fall schon Zombies wieder gehört. Ich hole noch kurz den Baum wieder. Achso, ich habe keine Spitzhacke mehr, stimmt. Die restlichen Sachen werfe ich erstmal weg. So. Wie gut, dass ich noch ein paar Steine hier drin hatte. Jetzt hätte ich wieder auf Holz zurückgreifen müssen. So, wir haben 48 Holz. Mal gucken. Eigentlich ist die einzige Sache, die uns jetzt fehlt, wirklich die Fäden. Beziehungsweise die Wolle. Wenn er keine Schafe spawnen, muss ich mir die Wolle aus den Spinnfäden holen. Schon wieder ein Bogen. Und nur ein Zombie. Ich dachte, hier wäre viel mehr drin. Ich habe extra auf normal gestellt, damit hier mehr spawnt. Na gut, man kann nicht alles haben. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part schon mal. Wir haben viel geschafft, deswegen war es das für heute. Lasst eine Bewertung oder ein Abo da, vielleicht auch beides. Dann sehen wir uns morgen. Bis dahin und tschüss.